Vor der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz werden unterschiedliche Lockerungsszenarien diskutiert. Ministerpräsident Markus Söder warnt vor überstürzten Lockerungen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger fordert dagegen schnelle Öffnungen. Ich glaube, dass jetzt in den nächsten Tagen ernsthaft diskutiert wird, Schulen, Kitas und Friseure zu öffnen. Ich würde mir natürlich auch den Handel wünschen. Über den Handel wird aber natürlich auf Berliner Ebene auch gesprochen werden. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, den Schaden, den wir momentan durch den Lockdown im Handel anrichten, der ist nicht gerechtfertigt, weil man ja mit Hygienekonzepten gegenhalten könnte. Wenn es das Infektionsgeschehen zulasse, müsse auch die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden, so Aiwanger. Die FDP im Landtag zieht dafür sogar eine Klage in Erwägung. Ich halte es für wichtig, dass wir die Corona-Politik insgesamt regional stärker differenzieren, dass wir also in Landkreisen, wo ein sehr intensives Pandemiegeschehen ist, andere Einschnitte machen als beispielsweise in Städten wie München, wo wir mittlerweile unter 50 sind. Die Ausgangssperre konkret, ich bin kein Fan dieser Maßnahme, aber wenn wir sie erhalten, dann bitte nur für die Hotspots. Auch die Landtags-SPD plädiert für eine Aufhebung der Ausgangssperre. Die Staatsregierung wäre gut beraten, vernünftig zu sein und daran nicht mehr festzuhalten, weil das nämlich auch zu einer Entspannung in der Bevölkerung führt. Die ständige Auferlegung von Pflichten wird unübersichtlich und teilweise auch nicht nachvollziehbar werden. Und ich glaube, dass die Bevölkerung wesentlich besser und bereiter ist, vernünftig mitzuarbeiten, wenn solche Regelungen fallen. Auch über schärfere Grenzkontrollen wird diskutiert. Dazu Markus Söder. Wichtig ist, dass wir die Grenzkontrollen massiv verstärken. Sollte die Gefahr wachsen, dürfen auch Grenzschließungen zu Tirol kein Tabu sein. Das an Bayern grenzende Tirol gilt derzeit als Hotspot für die Corona-Mutationen. Homeschooling, keine Freunde treffen, viel Zeit zu Hause. Die Mediennutzung von Kindern in Zeiten von Corona ist stark angestiegen. Der Kinderschutzbund Bayern warnt jetzt vor den Gefahren. Wichtig ist also, dass Eltern hinschauen, was die Kinder genau am Computer oder Handy eigentlich machen. Und wenn sie sich für das interessieren, was das Kind macht, sich die Apps oder die Spiele auch mal zeigen lassen und versuchen, die Faszination dahinter zu verstehen, dann stehen sie in einem guten Kontakt zu ihren Kindern. Und das ist diese gute Beziehung ist die Basis für alle weiteren Absprachen und Regeln, die getroffen werden müssen. Um Kinder besser im Internet zu schützen, empfiehlt der Kinderschutzbund Bayern, Geräte kindersicher einzurichten und Angaben zum Mindestalter bei Apps zu beachten. Außerdem sei es wichtig, sinnvolle Medienzeiten zu vereinbaren.